Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. In diesem Video wollen wir uns weiter mit unserem Wörterbuch beschäftigen, das wir bereits in den vergangenen Videos uns angesehen hatten. Wir hatten zunächst das Wörterbuch als ein unsortiertes Array einfach angelegt und hatten dann uns überlegt, wie sehen denn eigentlich die Laufzeiten aus, die wir benötigen, wenn wir eben die verschiedenen Methoden implementieren, sprich das Lookup, das Insert und das Remove. Und wir hatten dann festgestellt, dass diese Laufzeiten jeweils linear waren. Das heißt, so viele Einträge wie unser Wörterbuch hat, so viele Schritte brauchen wir auch ungefähr wenigstens proportional dazu. Das hieß also, wenn sich unser Wörterbuch verdoppelt im Umfang, haben wir auch die doppelte Laufzeit. Wir hatten dann im nächsten Schritt uns angesehen, wie wir mithilfe eines sortierten Arrays zumindest das Lookup besser hinbekommen. Insert und Remove waren nach wie vor Probleme, aber zumindest das Lookup konnten wir besser hinbekommen und hatten da dafür gesorgt, dass das tatsächlich in logarithmischer Laufzeit erfolgen kann, indem wir eine sogenannte Binärsuche verwenden. Logarithmische Laufzeit bedeutete, dass wenn wir doppelt so viele Einträge im Wörterbuch haben, wir nur einen Schritt mehr benötigen und nicht doppelt so viele Schritte wie vorher benötigen. Und das macht eben, je stärker die Wörterbücher anwachsen, einen sehr großen Unterschied. Wir hatten uns das überlegt, am Beispiel 1 Million Einträge in unserem Wörterbuch, konnten das eben im linearen Fall, sind das dann eben entsprechend 1 Million Schritte, die ich benötige, etwa proportional dazu und im anderen Fall proportional zu 20 Schritten, weil der Logarithmus von 1 Million eben 20 ist. In diesem Video wollen wir uns nun angucken, wie wir mithilfe von sogenannten binären Suchbäumen noch ein Stück besser werden können. Wir werden immer noch nicht perfekt sein am Ende, aber wir werden noch ein Stückchen näher an die Perfektion gewissermaßen herankommen. Dazu möchte ich zunächst auf ein Konzept zurückkommen, das wir schon vor etlichen Wochen kennengelernt haben. Im Zusammenhang mit Grammatiken hatten wir das angesprochen, nämlich sogenannte Bäume. Bäume sind gerichtete Graphen. Graphen hatten uns von Anfang an in dieser Vorlesung begleitet. Wir hatten ja ganz am Anfang schon mit unseren kürzesten Wegen angefangen, da hatten wir die kennengelernt. Und Bäume sind nun solche speziellen Graphen, die eben keinerlei Kreise aufweisen, keine Zyklen aufweisen. Es gibt immer einen bestimmten Knoten, einen ausgezeichneten Knoten, das ist die Wurzel. Da geht der Baum los und unsere Bäume wuchsen immer nach unten. Das heißt, hier ist eben der Knoten, den wir hier oben haben in diesem Baum, der unten auf dieser Folie sich befindet. Das ist also unser Knoten, der die Wurzel ist. Und von da aus geht es jetzt weiter und wir haben immer Pfeile, die von der Wurzel wegführen. Ein gerichteter Graph ist das also in diesem Fall. Und da unten hängen jeweils weitere Knoten dran. Das ist ein Baum. Die Knoten, aus denen keine Pfeile herausgehen, heißen Blätter. Die anderen sind die internen Knoten. Aus Blättern gehen ja keine Kanten heraus. Das heißt, die haben natürlich keine Nachfolger. Aber alle unsere internen Knoten konnten bei unseren Strukturbäumen, die wir hatten, viele Nachfolger haben. Das haben wir auch tatsächlich so ausgenutzt. Wir lernen jetzt eine neue Art von Baum kennen, eine bestimmte Art von Baum, nämlich den sogenannten Binärbaum. Und bei einem Binärbaum ist es so, dass auch jeder interne Knoten maximal 2 Nachfolger hat. Also maximal 2 Pfeile gehen aus diesem Knoten heraus. Und das ist das, was wir hier gerade sehen. Der Baum, den ich hier auf diese Folie aufgemalt habe, ist also ein Binärbaum, denn keiner der Knoten hat mehr als 2 direkte Nachfolger. Wir haben noch einen weiteren wichtigen Begriff kennen, das ist die Tiefe des Baumes. Der längste Weg von der Wurzel zu einem Blatt, also mit anderen Worten einfach, wie viele Ebenen, wenn ich das hübsch so in Ebenen aufmale, wie viele Ebenen besitzt der Baum. Also in diesem Fall wären das eben 2 Kanten, die nach unten gehen, das heißt, dieser Baum hat die Tiefe 2. Binäre Bäume sind also eine Spezialisierung von allgemeinen Bäumen und binäre Suchbäume sind nun wiederum eine Spezialisierung von Binärbäumen. Was haben wir hier jetzt? In binären Suchbäumen haben wir bestimmte Werte in den Knoten drinstehen oder bestimmte Dinge in den Knoten drinstehen, und zwar nämlich Datensätze. Und die sind so aufgebaut, wie wir das eben für unser Wörterbuch auch schon betrachtet haben. Sie bestehen nämlich jeweils aus einem Schlüssel und aus einem Wert. Der Wert, wie immer, kann was Komplexes sein. Das hat man ja alles schon mittlerweile kennengelernt, also wie unsere Wortstruktur im Grunde genommen aufgebaut war. Es kann ein Wörterbuch tatsächlich sein oder was auch immer. Die Beispiele haben wir ja alles schon kennengelernt. Und in den Knoten steht also jetzt jeweils der Schlüssel drin und der Wert dazu. Und den Wert habe ich hier einfach mit Pünktchen markiert, weil uns der im Moment gar nicht interessiert. Denn das Verständnis von Suchbäumen können wir uns wunderbar erarbeiten, indem wir nur die Schlüssel betrachten. Die Werte spielen im Grunde genommen gar keine Rolle. Denn mit den Schlüsseln wollen wir ja Elemente finden und natürlich auch einfügen und beziehungsweise auch entfernen können. Das werden wir uns also jetzt im Folgenden angucken. Was sind nun also die wichtigen Kriterien, die es ausmachen, dass wir es mit einem binären Suchbaum zu tun haben? Abgesehen davon, dass wir natürlich eben Datensätze in den Knoten speichern. Zusätzlich noch eine wichtige Bedingung, dass nämlich der Schlüssel im linken Nachfolger kleiner sein muss als der Schlüssel im Knoten selber und dass der Schlüssel im rechten Knoten größer sein muss als im Knoten selber.
Das bedeutet also, gucken wir uns das hier an der Wurzel einmal an. An der Wurzel steht der Schlüssel 17 dran. Das heißt, links von der Wurzel können sich nur Knoten befinden, deren Schlüssel kleiner als 17 ist. Und rechts können sich nur Knoten befinden, deren Schlüssel größer als 17 ist. Das Gleiche gilt aber nicht nur eben für die Wurzel, sondern für sämtliche Teilbäume auch. Das heißt, wenn wir uns den Knoten 24 beispielsweise angucken, also der den Schlüssel 24 trägt, dann sehen wir auch da, dass links davon der Schlüssel kleiner ist, 20, und rechts davon der Schlüssel größer ist, also der rechte Nachfolger, da ist der Schlüssel 28. Das ist also eine wichtige Eigenschaft, die wir in diesen Suchbäumen haben. Was auch sein kann, das sehen wir im linken Teilbaum hier vorne, bei der 13. Links ist ein kleinerer Schlüssel, natürlich, das muss so sein. Und rechts existiert kein Nachfolger. Das ist auch vollkommen okay. Der Baum muss nicht vollständig besetzt sein, sondern solche Leerstellen kann es darin in diesem Baum halt durchaus geben. Aber wenn rechts von der 13 irgendetwas stünde, dann müsste das ein Wert sein, der größer als 13 ist. Weil er aber außerdem im linken Teilbaum unterhalb der 17 ist, wissen wir auch, er kann, muss auf jeden Fall kleiner als 17 sein. Das heißt, was immer dafür ein Knoten mal stehen könnte, es könnte nur der Knoten mit den Werten 14, 15 oder 16 sein, wenn wir nur ganzzahlige Werte als Schlüssel zulassen zumindest. Wichtig ist dabei noch, wir haben natürlich ausgeschlossen, dass es Knoten mit identischen Werten gibt. Das hatten wir von vornherein so weggelassen. Dafür kann man Sorge tragen, dass auch das vernünftig berücksichtigt wird. Macht das Ganze aber nur ein bisschen komplizierter, deshalb wollen wir das hier nicht betrachten. Und entscheidend ist jetzt also, dass jeder Schlüssel auf jeden Fall eben sehr einfach hierin aufzufinden ist. Wenn wir nämlich wissen, dass wir beispielsweise einen Schlüssel wie 7 suchen, dann können wir an der Wurzel in diesen Baum einsteigen. Und stellen jetzt fest, wir suchen einen Wert, der kleiner ist als die 17. Also brauchen wir nur den linken Teilbaum zu betrachten und den rechten Teilbaum müssen wir nicht betrachten. Und das erinnert so ein kleines bisschen an die Binärsuche, die wir beim letzten Mal kennengelernt haben. Und genauso wird das tatsächlich gleich auch funktionieren. Und das wollen wir uns jetzt im Detail einmal angucken. Gucken wir uns dazu noch einmal unser Wörterbuch an, also unsere Datenstruktur Dictionary. Und die war ja so aufgebaut, dass wir vier Methoden haben, Lookup, Insert, Remove und ToString. Und mit diesen vier Methoden wollen wir auskommen. Wir hatten gesagt, intern gibt es durchaus auch noch Datenstrukturen. Wir hatten ja bislang dort ein Array, das die Daten enthielt. Das werden wir jetzt eben anders machen. Aber wir hatten eben auch dafür gesorgt, dass unsere abstrakte Datenstruktur so aufgebaut ist, dass jemand, der sie benutzen möchte, gar nichts über die interne Struktur weiß. Deshalb hatten wir da oben diese Teile immer in Grau hingemalt, weil das gewissermaßen private Eigenschaften sind, auch wenn es die, wie gesagt, in JavaScript nicht wirklich gibt. Aber wir betrachten sie als private Eigenschaften. Das heißt, von außen wird niemals irgendjemand feststellen, dass es diese Teile darin gibt. Und wie ist das Ding jetzt aufgebaut, ein solches Dictionary? Nun, es besteht daraus, dass wir eben zum einen this data haben. Das ist ein einzelnes Wort, nicht etwa ein Array von Worten, sondern nur ein einzelnes Wort. Das Wörterbuch besteht also aus einem einzelnen Wort erstmal nur. Und es besteht aber aus zwei weiteren Dingen und die heißen Left und Right. Und das sind zwei Teilwörterbücher. Das heißt, unser Wörterbuch ist aus Wörterbüchern aufgebaut. Das klingt ein bisschen kompliziert, das muss man sich mal vorstellen, irgendwie, wie das funktionieren kann. Aber eigentlich ist das gar nicht so schwer vorzustellen, hoffe ich jedenfalls. Also unser Wörterbuch enthält gewissermaßen weitere Wörterbücher. Das ist wie diese kleinen russischen Puppen, ne, wo man eine Puppe in der Puppe in der Puppe hat. So ähnlich ist das hier auch. Hier ist ein Wörterbuch in einem Wörterbuch in einem Wörterbuch in einem Wörterbuch. Und so baut sich also unser Wörterbuch auf. Und das ist genau diese Datenstruktur, wie wir sie hier jetzt vorsehen. Auch wenn man das diesem Ding hier so unscheinbar, wie es ist, noch überhaupt nicht ansieht, das werden wir gleich erst feststellen, wenn wir uns die einzelnen Algorithmen angucken, mit denen wir dann eben Lookup, Insert, Remove werden wir weglassen. Das kann man auch implementieren. Lernen wir aber eigentlich nichts Wichtiges Neues dabei. Deshalb lasse ich das an dieser Stelle weg. Wer sich dafür interessiert, kann mich mal fragen. Dann erkläre ich, wie das funktionieren würde. Und ToString braucht man natürlich auch, damit wir das Wörterbuch ausgeben können. Die Methoden, die wollen wir uns gleich angucken. Wie sieht das dann also aus? Wenn wir ein Wörterbuch haben, wir nehmen wieder unser Beispiel des Deutsch-Englisch-Wörterbuchs und dann haben wir eben ein Wort, Paar, Hirsch und Dir, was wir da vielleicht eintragen wollen. Und dann würde also zunächst mal ein leeres Wörterbuch, enthält natürlich noch gar nichts, das heißt, der erste Schritt, den wir machen, wäre Hirsch, Dir. Und dann hätten wir also dieses Wörterbuch, das genau besteht eben aus diesem Data-Paar, das wäre ja jetzt unser Wort mit Key und Value, das ist das, was in Data drinnen steht. Und dann hängen da gewissermaßen zwei Pfeile dran, die habe ich hier nur weggelassen, weil an den Pfeilen noch gar nichts dran steht. Das sind also zwei leere Wörterbücher, die da unten dran hängen. Left und Right. Die sind aber komplett leer, die gibt es noch nicht. Deshalb habe ich sie hier kurzerhand weggelassen, weil sie eben undefiniert sind. Was wir jetzt machen können, ist aber eben, dass wir ein weiteres Element einfügen. Jetzt müssen wir zunächst mal überlegen, dafür muss unser Insert gleich sorgen, dass wir also ein neues Teilwörterbuch aufbauen,
Dieses Teilwörterbuch besteht dann aus dem Wort Schaf mit der englischen Übersetzung Sheep. Und dieses Wortpaar, wenn man so möchte, also dieses Key-Value-Pärchen, was wir da haben, dieses Wort wollen wir also jetzt einfügen in unser Wörterbuch. Und das muss ein binärer Suchbaum sein. Wenn es ein binärer Suchbaum sein soll, dann heißt das aber, wo können wir es nun einfügen? Wir können es in das linke oder in das rechte Teilwörterbuch einfügen. Die müssen wir, wie gesagt, erst erzeugen, diese Teilwörterbücher. Das werden wir gleich dann machen. Und dann müssen wir es aber an der richtigen Stelle einfügen. Weil Schaf, wir wollen ja nach dem Key sortieren, das deutsche Wort ist der Schlüssel, Schaf im Alphabet hinter Hirsch steht, bedeutet das also, der Wert ist größer als der von Hirsch, also technisch gesprochen, weiter hinten im Alphabet bedeutet größer. Größere Werte müssen immer rechts gespeichert werden. Das heißt also, unser Schaf wird im rechten Teilbaum vom Hirschen gespeichert. Jetzt besteht unser Wörterbuch also aus zwei Einträgen, nämlich unserem Hauptwörterbuch gewissermaßen und dem Teilwörterbuch, das eben nur aus dem Wort Schaf besteht. Wenn wir jetzt den Wal einfügen, dann gehen wir ganz analog vor. Wir steigen wieder oben bei der Wurzel ein und müssen jetzt wieder überlegen. Also wir starten immer an der Wurzel. Das ist unser eigentliches Wörterbuch. Und das andere sind unsere Teilwörterbücher. Wir steigen also wieder an der Wurzel ein und wollen hier jetzt den Wal einfügen. Jetzt müssen wir wieder überlegen, ist der Wal kleiner oder größer als der Hirsch? Also nicht als Tier, sondern vom Alphabet her. Und im Alphabet steht er weiter hinten, das heißt, wir müssen nach rechts gehen. Dann müssen wir als nächstes überlegen, steht der Wal im Alphabet vor dem Schaf, dann müssten wir von da aus nach links gehen. Oder steht der Wal hinter dem Schaf im Alphabet, und das ist natürlich der Fall. Also müssen wir nach rechts gehen und auf der rechten Seite einfügen. Wenn wir jetzt als nächstes den Hasen einfügen wollen, machen wir wieder dasselbe Spiel. Wir steigen wieder am Hirschen oben ein. Wir müssen überlegen, steht der Hase vor dem Hirsch oder hinter dem Hirsch. Er steht vor dem Hirsch im Alphabet, also müssen wir nach links gehen, da steht noch nichts, dann können wir da ein neues Wörterbuch erzeugen und sind fertig. Und jetzt kommt als nächstes der Bär, wir machen wieder das gleiche Spiel, wir gucken nach, steht Bär vor oder hinter Hirsch im Alphabet, natürlich davor. Dann gehen wir zum Hasen also weiter, also nach links weiter, dann sind wir beim Hasen. Jetzt überlegen wir wieder, steht der Bär vor oder hinter dem Hasen im Alphabet, er steht davor, also gehen wir wieder nach links. Und da steht noch nichts, also wird da ein neuer Eintrag erzeugt. Bleibt als letzter Schritt in meinem Beispiel, das ich hier habe, die Kröte. Da müssen wir wieder gucken. Kröte, vor oder hinter dem Hirschen im Alphabet? Natürlich hinter dem Hirschen. Also müssen wir nach rechts gehen. Dann stehen wir beim Schaf, müssen also die Kröte mit dem Schaf vergleichen. Steht die Kröte im Alphabet weiter vorne oder weiter hinten? Sie steht natürlich weiter vorne. Also müssen wir nach links gehen. Da links steht noch nichts. Also können wir die Kröte einfügen. Und auf diese Art und Weise baut sich unser Baum jetzt also Schritt für Schritt auf. Wirkt erstmal ein bisschen kompliziert, aber wenn man das mal zwei- oder dreimal durchgespielt hat, ist das eigentlich relativ einfach und dann kommt man damit relativ gut klar. Jetzt wollen wir das Ganze aber auch noch implementieren. Jetzt wollen wir sehen, wie wir das machen können. Machen wir zunächst ein Lookup. Nehmen wir also an, wir haben einen Baum, wie ich ihn gerade aufgebaut habe, vorliegen. Ich habe ihn hier unten rechts nochmal auf die Folie geschrieben. Wie gehen wir jetzt vor? Das Erste, was wir überprüfen müssen, ist, ob wir überhaupt ein Wort haben. Stellen wir uns vor, wir hätten noch ein komplett leeres Wörterbuch beispielsweise oder eben gleich auch ein komplett leeres Teilwörterbuch, werden wir gleich sehen. Dann geben wir einfach false zurück, denn dann wissen wir ja, unser Wörterbuch ist leer, also kann, was immer wir suchen, welchen Schlüssel auch immer wir suchen, wenn wir keine Daten vorliegen haben in unserem Wörterbuch, dann kann die Antwort nur sein, gibt's nicht. Das ist also der erste Fall, den wir haben. Dann kommen wir in den Else-Zweig, den ich hier als nächstes aufgeschrieben habe. Da wird überprüft, ob Key, also der Schlüssel, den wir übergeben bekommen haben, übereinstimmt mit this.data.key. This.data.key ist jetzt im Falle des Hirschen beispielsweise, also des Wurzelknotens, ist this.data, ist ja der Knoten, der besteht aus Hirsch und dir. Und this.data.key ist der Hirsch, also das deutsche Wort, der Schlüssel. Wenn also der Schlüssel, den wir suchen, also angenommen wir suchen Hirsch, wenn der jetzt also übereinstimmt, dann würden wir sagen, gut, dann geben wir den Value zurück. Und der Value ist ja die englische Übersetzung, also die rechte Hälfte meines Knotens, den ich hier aufgemalt habe, also das Wörtchen dir. Das heißt also, in diesem Fall, wenn der Hirsch das wäre, den wir suchen, würden wir sofort dir zurückgeben und sind fertig. Was passiert aber, wenn wir nicht den Hirschen suchen, sondern wenn wir vielleicht zum Beispiel den Hasen, den Bären, die Kröte oder wen auch immer suchen? Dann überprüfen wir jetzt als nächstes, wenn der Schlüssel des gesuchten Wortes kleiner ist als Hirsch, also weiter vorne steht im Alphabet. Was machen wir dann, also im aktuellen Knoten, was machen wir dann? Wenn er kleiner ist, dann müssen wir nach links gehen. Das heißt, wir überprüfen zunächst, ob da links ein Teilbaum dranhängt. If this.left ist eine Kurzschreibweise dafür, ob der Teilbaum existiert. Kompliziert könnte man auch schreiben, if this.left ungleich undefined. Aber ungleich undefined ist das gleiche, als wenn ich einfach die Eigenschaft dahin schreibe,
Das fragt einfach nur ab, ist diese Eigenschaft definiert? Also gibt es ein Left? Und wenn das so ist, dann sage ich meinem Teilbaum, nehmen wir also an, wir suchen den Bären, dann sage ich also meinem Teilbaum, bitte guck du mal nach, ob du irgendwo in deinem Wörterbuch die Übersetzung für das Wort Bär findest. Und wenn ja, dann liefer mir die zurück. This.left.lookup. Das ist jetzt genauso ein rekursiver Aufruf. Das heißt, ich rufe für meinen Teilbaum die Lookup-Methode auf. Also die Methode, in der wir uns gerade eigentlich befinden, nur für einen anderen Knoten. Wir befinden uns im Moment im Lookup von der Wurzel und wir rufen jetzt das Lookup für den linken Teilbaum auf. Also der rechte Teilbaum, wissen wir, interessiert uns jetzt gar nicht mehr, wenn der Schlüssel kleiner als der im Wurzelknoten ist. Und wir laufen also nach links weiter. Das heißt, wir betrachten jetzt nur noch den linken Teilbaum. Und von dem sagen wir, guck du mal bitte schön nach, liebes Teilwörterbuch, ob du zufälligerweise die Übersetzung des Wortes Bär kennst. Und wenn ja, dann liefert die ja zurück. Die könnte false zurückliefern, wenn das nicht existiert. Oder sie liefert die Übersetzung zurück. Wie auch immer sie das macht, da kümmern wir uns an dieser Stelle gerade gar nicht drum. Die liefert also diese Übersetzung zurück, sofern sie denn existiert. Und die geben wir dann einfach wiederum selber zurück. Das heißt, das Wörterbuch als Ganzes liefert einfach das Ergebnis des Teilwörterbuchs zurück. Das Wörterbuch als Ganzes verlässt sich also darauf, dass das Teilwörterbuch seinen Job ordentlich erledigt und sagt dann, was immer mir das Teilwörterbuch sagt, das akzeptiere ich und das gebe ich einfach weiter. Und das heißt, wenn unser Teilwörterbuch da unten, also jetzt tatsächlich für Bär, die richtige Übersetzung liefert, dann liefert auch unser Wörterbuch als Ganzes die richtige Übersetzung. Wenn dagegen gar kein linker Teilbaum existiert, dann wissen wir, da kann gar nichts mehr kommen. Also können wir einfach false zurückgeben, denn wir wissen ja, wir selber können es nicht gewesen sein. Also ich als Hirsch weiß nicht, was Bär heißt. Meinen linken Teilbaum gibt es nicht. Und meinen rechten Teilbaum, den muss ich gar nicht befragen, denn rechts von mir kann der Bär ja nirgendwo stehen, denn Bär steht ja vor mir im Alphabet. Also muss es ja, wenn es irgendwo existieren würde, dieses Wort im linken Teilbaum sein. Das heißt also, wenn kein linker Teilbaum existiert, dann weiß ich auf jeden Fall, hier kann das Wort insgesamt gar nicht existieren, also geben wir false zurück. Das else, was wir jetzt in der rechten Spalte haben, das gehört zu dem if, Klammer auf, key, kleiner, this.data.key. Und da überprüfen wir also jetzt, oder da wissen wir ja jetzt, es ist nicht gleich. Also wir wissen, wir selber sind das nicht. Wir sind nicht der gesuchte Schlüssel. Wir wissen auch, dass der Schlüssel nicht im linken Teilbaum sich befinden kann, sondern wir müssen jetzt im rechten Teilbaum gucken. Und da gelten die gleichen Überlegungen wie eben. Auch da können wir wieder als erstes überprüfen, gibt es überhaupt einen rechten Teilbaum? Wenn dieser rechte Teilbaum existiert, dann befragen wir den rechten Teilbaum. Also nehmen wir an, wir würden die Kröte suchen, dann würden wir also in den Teilbaum jetzt mal hineingehen. Kröte steht ja hinter uns im Alphabet, also kommen wir in diesen Else-Zweig hier hinein. If this.right, wenn also rechts was existiert, dann sagen wir einfach, lieber Teilbaum, guck mal nach, ob du zufälliger weißt, was Kröte auf Englisch heißt. Und wenn dieser Wert dann von dem Teilbaum zurückkommt oder auch ein False zurückkommt, was immer also zurückkommt, geben wir als Ergebnis des Wörterbuchs insgesamt zurück. Wenn es hingegen keinen rechten Teilbaum gibt, wissen wir auch, dass wir fertig sind. Hier kann nichts kommen und dann wissen wir eben auch, wir können False zurückgeben, weil eben, wie gesagt, das Wort gar nicht enthalten sein kann. Jetzt gucken wir uns als nächstes das Einfügen an. Die Methode Insert bekommt also einen Key und einen Value übergeben. Jetzt müssen wir als allererstes überprüfen, ob der Schlüssel im Wörterbuch schon vorhanden ist. Wenn das der Fall ist, also wenn this.lookup Key gleich false ist, nur dann müssen wir etwas tun, denn wenn ein Wert zurückgeliefert wird, wissen wir, das Wort existiert schon im Wörterbuch und unser Insert muss nichts weiter tun. Es kann also einfach die Arbeit einstellen. Ansonsten aber müssen wir dieses Wort jetzt einfügen. Dafür überprüfen wir als allererstes, ob wir überhaupt schon ein Wörterbuch haben, ob wir überhaupt schon irgendwelche Daten vorliegen haben. Stellen wir uns nochmal vor, wir haben ganz am Anfang ein leeres Wörterbuch erzeugt, dann steht da ja noch gar nichts drin. Und jetzt kommt das erste Wort an, also der Hirsch war das in unserem Fall, das wird ja die spätere Wurzel unseres Wörterbuches sein. Dann stellen wir als allererstes fest, wenn wir eben unser Wörterbuch leer erzeugt haben, dann existiert die Eigenschaft Data noch nicht, also die hat noch keinerlei Wert bekommen, da ist noch nichts eingetragen worden. Das heißt, die Bedingung if this.data ist eben falsch oder eben if not this.data, das ist genau das gleiche, was wir da stehen haben, wenn this.data also gleich false ist, this.data also nicht existiert, das war ja die Kurzschreibweise dafür, dann sorgen wir dafür, dass wir kurzerhand eben in diesem Knoten ein neues Wort erzeugen. Und dieses Wortobjekt, das ist dann eben genau unser Pärchen Hirsch-Dir. Und wir wissen auch, dass eben Left und Right können wir unangetastet lassen, weil unser Wörterbuch jetzt ganz frisch ist und noch nichts weiter außer diesem einen Wort enthält. Was müssen wir aber jetzt tun, wenn unser Wörterbuch schon Einträge enthält? Nun, dann wird ja hier am Anfang die Abfrage if not this.data wird den Wert false zurückliefern. Das heißt, this.data existiert schon. Das heißt, in diesem Fall gehen wir in den else-Zweig hinein.
Das heißt ja nur, unser Wörterbuch existiert schon, es hat schon Einträge. Das ist dieser Fall, den wir hier bei dem else also haben. Und wir wissen außerdem, dass das Wort, was wir einfügen wollen, noch nicht im Wörterbuch drin ist. Das war die erste Abfrage, die wir ganz außen gemacht haben. Und jetzt müssen wir also dafür sorgen, dass das neue Wort an der richtigen Stelle eingefügt wird. Und das neue Wort, hatte ich eben gesagt, fügen wir immer als ein neues Teilwörterbuch ein. Also, wie gesagt, diese Figuren da, diese Puppen, die wir ineinander stecken, ein Teilwörterbuch wird in das Wörterbuch eingefügt, aber an der richtigen Stelle. Dafür müssen wir sorgen. Und um die richtige Stelle zu finden, dafür müssen wir jetzt eben wieder genauso etwas Ähnliches machen, wie wir das bei dem Lookup gerade hatten. Das heißt, wir überprüfen wieder in diesem else-Zweig, if key kleiner this.data.key, also wenn das Tier, das wir einfügen wollen, vor dem Hirschen eingefügt werden muss, dann bedeutet das ja, wir müssen in den linken Teilbaum gehen. Irgendwo im linken Teilbaum muss es eingefügt werden. Wenn links noch nichts existiert, dann können wir da jetzt kurzerhand ein neues Dictionary erzeugen, ein neues leeres Teilwörterbuch erzeugen und können in dieses leere Teilwörterbuch dann anschließend unseren neuen Wert eintragen. Da haben wir jetzt also wieder ein neues leeres Wörterbuch und da wird einfach ein neues Wort dran eingetragen. Wie das geht, haben wir oben schon gesehen. Dann existiert ja this.data für dieses Teilwörterbuch noch nicht. Und für das Teilwörterbuch wurde dann also New Word Key Value aufgerufen und damit kommt ein neues Wort in dieses Teilwörterbuch hinein. Wenn hingegen links schon ein Teilwörterbuch existiert, dann brauchen wir kein neues Teilwörterbuch aufzubauen, sondern dann können wir einfach sagen, liebes linkes Teilwörterbuch, hier ist ein Wort, das bei dir irgendwo eingefügt werden muss. Du machst das schon, du fügst das schon an der richtigen Stelle ein. Und dieses linke Teilwörterbuch, für das rufen wir also wieder die Methode insert auf. Der übergeben wir einfach Key und Value wieder, also genau das, was eingefügt werden soll. Und dann muss dieses Teilwörterbuch seinen Job erledigen. Wenn wir also jetzt das Wort Ameise mit seiner englischen Übersetzung einfügen wollten, dann würden wir als allererstes überprüfen, ob das Wort Ameise schon irgendwo im Baum steht. Das machen wir mit der Methode lookup, die wir eben schon gesehen haben. Das würde in diesem Fall, weil die Ameise noch nicht existiert in unserem Wörterbuch, würde das also kurzerhand den Wert false zurückliefern. Das heißt, wir steigen an der Wurzel wieder ein, beim Hirschen, und überprüfen als allererstes, gibt es hier schon einen Eintrag? Ja, das ist der Fall. Also weiß ich auf jeden Fall, ich muss irgendwo einfügen und überprüfe also jetzt, ist der Schlüssel, den wir einfügen wollen, Ameise, kleiner als der Schlüssel, den ich selber besitze, Hirsch. Das ist der Fall. Also müssen wir jetzt nach links gehen und gucken erstmal nach, gibt es links schon einen Teilbaum, if this punkt, not this punkt left. Wenn this punkt left eben noch nicht existiert, würden wir dort ein neues leeres Wörterbuch erzeugen, gibt es aber schon. Also brauchen wir diese Anweisung nicht auszuführen und wir sagen jetzt, lieber linker Teilbaum, du, der du mit Hase beginnst, kümmere du dich bitte mal darum, dass du dieses Wort einfügst. Ich habe hier ein Wort für dich, das heißt Ameise und hat den englischen den Value and. Und den sollst du bitte schön einfügen bei dir. Und dann sagen wir das diesem linken Teilbaum. Der linke Teilbaum macht jetzt wiederum genau das Gleiche. Das heißt, er überprüft, ob der Schlüssel, Ameise, kleiner ist als der Schlüssel im eigenen Knoten, Hase. Das ist der Fall. Also gehen wir wieder in den linken Teilbaum, überprüfen wieder, gibt es schon einen linken Teilbaum? Das ist der Fall. Es gibt schon einen linken Teilbaum. Also können wir wiederum dem linken Teilbaum sagen, lieber linker Teilbaum, das bist jetzt du, der du mit Bär beginnst. Guck mal nach, ob du das Wort irgendwo einfügen kannst. Und dann kriegt er den Job. Jetzt guckt der Bär also wiederum nach und sagt, Ameise, wo muss ich die einfügen? Na, links von mir. Und der stellt jetzt fest, this.left existiert noch nicht. Das heißt, der erzeugt also jetzt, das ist dieser if-Fall, den wir hier haben, if not this.left. Der erzeugt also jetzt ein neues Wörterbuch, bestehend aus eben erstmal nichts. Ein leeres Wörterbuch entsteht da, also ein leerer neuer Knoten würde da unten jetzt angehängt werden an einen Pfeil. Und da hinein kommt jetzt this.left.insertKeyValue. In dieses leere Wörterbuch kommt dann, das ist der obere Fall, den wir hier haben, this.data gleich new word key value. Da werden wir also jetzt das neue Wort einfügen. Das heißt, die Ameise würde jetzt da unten angefügt werden. Und damit sind wir dann fertig. So, auf der rechten Seite der Folie sehen wir oben noch den else-Fall. Das ist im Prinzip genau das gleiche, nur für den rechten Teilbaum. Wenn der Schlüssel also größer ist als this.data.key, dann würden wir im rechten Teilbaum weitermachen. Das ganze Verfahren hier kann man noch durchaus optimieren, indem man das Lookup nicht innerhalb dieser Methode aufruft, denn im Moment haben wir sehr, sehr viele überflüssige Lookup-Aufrufe hier drin, aber das soll uns an dieser Stelle nicht interessieren. Gucken wir uns noch eine letzte Methode an. Remove, wie gesagt, wollte ich hier weglassen. Da kann man sich überlegen, wie man damit umgeht. Machen wir aber an dieser Stelle nicht. Erkläre ich bei Bedarf auf Anfrage. Die Methode toString wollen wir als letztes noch machen. Wie machen wir das? Wir müssen ja jetzt alle Wörter ausgeben, die in unserem Wörterbuch enthalten sind. Wie die Wörter selber sich ausgeben, das wissen Sie selber. Dafür hatten wir ja schon gesorgt. Die haben ihre eigene toString-Methode. Aber das Wörterbuch als Ganzes muss sich ausgeben können.
Und wie machen wir das? Nun, wir müssen irgendwie diesen kompletten Baum natürlich durchlaufen. Ich hatte schon gesagt, ToString wird man nie anders als mit linearer Laufzeit hinbekommen, weil wir sämtliche Knoten auf jeden Fall betrachten müssen, sämtliche Einträge, die unser Wörterbuch hat. Und das müssen wir also jetzt hier tun. Und das können wir auf verschiedene Arten und Weisen tun. Und ich stelle hier eine Art und Weise zunächst mal vor. Und im nächsten Video werden wir uns noch weitere angucken, sogenannte Traversierungen von eines Baums. Traversieren bedeutet einfach durchlaufen. Wir durchlaufen also diesen Baum in einer strukturierten Art und Weise, um sicherzustellen, dass jeder Knoten ausgegeben wird, und zwar genau einmal ausgegeben wird. Und bei der Methode, die ich hier verwende, entsteht dabei sogar eine alphabetische Sortierung. Das heißt, unser Wörterbuch wird hinterher in alphabetischer Reihenfolge ausgegeben, auch wenn man das dem Baum so erstmal vielleicht gar nicht unmittelbar ansieht, wie das dann funktionieren könnte. Wir bauen uns dafür wieder eine Variable, die ist am Anfang leer, letResult gleich nichts. Und dann überprüfen wir, ob im linken Teilbaum etwas steht. Wenn ja, dann hängen wir diesen linken Teilbaum an. Das heißt, der linke Teilbaum soll sich selber einfach ausgeben als Zeichenkette und dann hängt er sich hier an. Dann hängen wir daran anschließend unseren eigenen Wert an. Das wird dann eben, wie gesagt, wie immer sich das ausgibt. Wir hatten immer dafür gesorgt, dass sich das deutsche Wort ein Doppelpunkt und dann das englische Wort ausgegeben wurde. Und anschließend wird dann der rechte Teilbaum ausgegeben. Und das ist es schon. Mehr müssen wir gar nicht machen. Das sieht ein bisschen magisch aus und das ist deshalb so magisch, weil wir hier eben genau wieder eine solche Rekursion haben. Das heißt, wir rufen dieselbe Funktion selber wiederum auf. Die ToString-Methode wird ja immer hier wieder aufgerufen, auch wenn das hier nicht explizit dabei steht. Aber implizit wird hier immer die ToString-Methode für this.left, this.data und this.right aufgerufen. Und das wird jetzt kurzerhand eben angehängt. Das heißt, wir sagen also, der Baum als Ganzes gibt sich aus, indem er zunächst seinen linken Teilbaum ausgibt und dann den Knoten, die Wurzel selber ausgibt und dann seinen rechten Teilbaum ausgibt. Und wie gibt sich der linke Teilbaum aus? Ja, genauso. Indem er zunächst seinen linken Teilbaum ausgibt, dann seine Wurzel ausgibt und dann seinen rechten Teilbaum ausgibt, wenn er denn existiert. Wie machen wir das? Der linke Teilbaum muss zunächst, also von dem linken Teilbaum, gibt sich jetzt der linke Unterteilbaum als erstes aus. Dann guckt er nach, gibt es links von mir noch was? Da ist aber nichts. Links vom Bären hängt nichts mehr, da muss ich nichts ausgeben. Dann kann sich der Bär selber ausgeben, also das deutsche Wort Bär mit der englischen Übersetzung. Und dann kann sich der rechte Teilbaum als nächstes ausgeben. Da ist aber auch wieder nichts zu tun, weil da nichts ist. Damit hat sich also jetzt der Bär ausgegeben. Jetzt kehren wir zurück zum Hasen und der kann sich jetzt ausgeben, weil er seinen linken Teilbaum ja gerade ausgegeben hat. Jetzt steht da also der Hase und der kann jetzt seinen rechten Teilbaum ausgeben. Da ist aber wieder nichts. Damit ist der komplette linke Teilbaum ausgegeben. Es kann sich jetzt als nächstes der Hirsch ausgeben, die Wurzel. Ja, der linke Teilbaum von der Wurzel aus gesehen hat sich gerade ausgegeben. Jetzt kann sich die Wurzel ausgeben. Jetzt kann sich der rechte Teilbaum in analoger Art und Weise ausgeben, wie wir das gerade für den linken Teilbaum gesehen haben. Das werden wir uns im nächsten Video noch mal ein bisschen genauer angucken. Hier soll es im Moment reichen. Das ist ein sogenannter In-Order-Durchlauf und der erzeugt eine alphabetische Sortierung von unserem Wörterbuch. Die finale Überlegung, die ich jetzt anstellen möchte, ist noch, wie sieht denn jetzt eigentlich das Laufzeitverhalten aus? Jetzt kann man sich überlegen, dass die Suche proportional zur Tiefe des Baumes ist. Denn wir wissen ja auf jeden Fall, in jedem Schritt, den wir machen, gehen wir um eine Ebene nach unten in unserem Baum. Das heißt, wir überprüfen ja an einer Stelle, an der Wurzel zunächst, müssen wir links oder rechts weitersuchen. Im Idealfall haben wir das Wort schon gefunden, aber nehmen wir mal an, wir finden es nicht sofort. Also nehmen wir mal den Worst Case an, also es geht immer erstmal alles schief sozusagen. Dann finden wir in der Wurzel das Wort noch nicht. Dann wissen wir aber auf jeden Fall, dass wir im nächsten Schritt in der zweiten Ebene suchen. Und zwar entweder im linken oder im rechten Teilbaum. Und dann suchen wir als nächstes in der dritten Ebene nach einem weiteren Vergleichsschritt. Und wieder in dessen linken oder rechten Teilbaum. Und im vierten Schritt in der vierten Ebene, in der fünften und so weiter. Das bedeutet also, dass wir nach jedem Vergleich, den wir durchführen, auf jeden Fall eine Ebene nach unten kommen. Insgesamt ist damit die Suche also proportional zur Tiefe des Baums. Das gleiche gilt für das Einfügen. Da machen wir zunächst mal einen Lookup. Und anschließend müssen wir wiederum eben unseren Baum von oben nach unten durchlaufen. Beim Einfügen selber gehen wir eben auch in jeder Runde um eine Ebene nach unten. Und das heißt, auch hier haben wir eine Laufzeit, die proportional zur Tiefe des Baumes ist. Für das Entfernen gilt das Gleiche. Das haben wir hier, wie gesagt, nicht gezeigt. Bitte ich mir jetzt einfach mal zu glauben an dieser Stelle. Und dann bleibt zu guter Letzt noch die Frage, wie sieht das mit der Ausgabe aus? Und da hatte ich das eben schon gesagt, wir müssen hier eh den ganzen Baum durchlaufen, haben wir gar keine andere Wahl. Das heißt, die wird auf jeden Fall proportional zur Anzahl der Knoten sein, also zur Anzahl n der Einträge, die wir in unserem Wörterbuch haben. Wenn wir also n Einträge haben, also 1 Million Einträge haben, hätten wir dementsprechend 1 Million
Schritte, die wir dafür natürlich brauchen. Das lässt sich auch nicht verbessern, weil wir jeden Eintrag anfassen müssen, angucken müssen, auf jeden Fall, um ihn auszugeben. Jetzt spreche ich hier die ganze Zeit von der Tiefe des Baums, aber jetzt müssen wir auch mal sagen, irgendwann, wie tief ist denn dieser Baum tatsächlich? Nun, da machen wir eine kleine Einschränkung. Wenn unser Baum optimal balanciert ist, also tatsächlich eben immer alle Stellen besetzt hat, keine Löcher irgendwie drinnen aufweist, da werden wir uns auch noch ein paar Gedanken zu machen, aber die machen wir uns morgen in der Vorlesung dazu, wenn wir das in unserer Live-Session machen. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen. Gehen wir zunächst mal davon aus, wir würden es hinbekommen, dass unser Baum optimal balanciert ist. Das kann man nämlich tatsächlich hinbekommen. Dann befinden sich in der ersten Ebene unseres Baumes auf jeden Fall ja nur ein Knoten. Das ist ja nur die Wurzel. In der nächsten Ebene befinden sich dann genau zwei Knoten, weil die Wurzel ja zwei Nachfolger hat, also befinden sich da zwei Knoten. In der dritten Ebene befinden sich unter jedem Knoten der zweiten Ebene wieder zwei Knoten, das heißt, die Anzahl verdoppelt sich. In der dritten Ebene haben wir also vier Knoten. In der vierten Ebene haben wir dementsprechend acht Knoten oder allgemein gesprochen, in der i-ten Ebene haben wir 2 hoch i minus 1 Knoten. Das bedeutet, dass wir in einem optimal balancierten Baum insgesamt 2 hoch i Knoten, ungefähr wenigstens tatsächlich minus 1, speichern können. Ein optimal balancierter Baum, der also so in dieser Art und Weise so gut gefüllt ist, wie ich das gerade beschrieben habe, kann also insgesamt in i-Ebenen ca. 2 hoch i Knoten speichern. Andersherum gesagt, jetzt müssen wir wieder mit dem Logarithmus denken, wenn das Wörterbuch n Knoten insgesamt besitzt, dann beträgt die Tiefe eines optimal balancierten Baums Logarithmus n. Eben genau, wie gesagt, n ist ja die Zweierpotenz, n wäre 2 hoch i, also ist entsprechend i gleich Logarithmus n, Logarithmus zur Basis 2, wie beim letzten Mal schon angedeutet, das ist immer der Logarithmus, in dem wir hier denken. Auf diese Art und Weise wissen wir also, dass unser Baum, wenn er optimal balanciert ist, und dafür müssen wir sorgen, dafür können wir aber sorgen, so wie ich es hier implementiert habe, haben wir allerdings noch nicht dafür gesorgt. Da müsste man also noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie man das noch besser hinbekommt, als ich das hier gerade angedeutet habe. Aber wenn wir das eben hinbekommen, dann haben wir eine Tiefe von log n. Und das bedeutet, dass unsere Methoden, unsere Algorithmen, die wir verwenden, um zu suchen, um einzufügen und zu entfernen, tatsächlich eben logarithmische Laufzeiten besitzen. Wie gesagt, immer unter der Einschränkung, wenn der Baum optimal balanciert ist. Dafür müssen wir also sorgen. Das werden wir aber nicht mehr in diesem Semester hier machen, sondern da werde ich nur ganz kurz morgen in der Vorlesung einmal andeuten, wie man das hinbekommen kann. Aber alle Details dazu wollen wir hier nicht mehr machen. Da kommen wir dann richtig in die Algorithmik hinein, damit in die theoretische Informatik und da verlassen wir das Themenfeld unserer Vorlesung hier endgültig. Das hier ist, wie gesagt, sozusagen schon das Theoretischste, was wir im Grunde genommen in dieser Vorlesung behandeln wollen. Und damit wollen wir das dann auch weitestgehend gut sein lassen. Damit haben wir jetzt die binären Suchbäume kennengelernt. Binäre Suchbäume, also eine Datenstruktur, mit der wir ein solches Wörterbuch beispielsweise eben gut abbilden können, wo wir, wenn wir genügend Gehirnschmalz nochmal hineinstecken, eben jetzt tatsächlich dafür sorgen können, dass wir logarithmische Laufzeiten haben, und nicht mehr lineare Laufzeiten. Das heißt eben, wenn wir eben 1 Million Einträge in unserem Wörterbuch haben, dann ist nicht nur wie beim letzten Mal bei dem sortierten Array der Lookup in logarithmischer Laufzeit, also bei 1 Million Einträgen in 20 Schritten möglich, sondern auch das Einfügen und außerdem auch das Entfernen. Und alles das würde eben, wie gesagt, sehr, sehr schnell gehen, eben in einer sehr vernünftigen Laufzeit. Was wir uns noch angucken müssen, sind die Traversierungsarten. Wie kann man solche Bäume eigentlich durchlaufen? Das werden wir dann im nächsten Video machen. Eine Art und Weise hat man gerade schon kennengelernt, die sogenannte Inline-Traversierung. Die eignet sich gut dafür, um die Methode toString umzusetzen. Wir werden aber auch die anderen Möglichkeiten, wie man einen solchen Baum strukturiert durchlaufen kann, im nächsten Video noch kennenlernen. Für den Augenblick soll es das gewesen sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer Tschüss.